Im Europapark hat es gestern einen Großbrand gegeben. In der Zauberwelt der Diamanten, wo der Alpenexpress Enzian und die Tiroler Wildwasserbahn durchfährt. Habt ihr vermutlich schon gehört. Es wurden zum Glück, nur zwei Leute, und zwar zwei Feuerwehrmänner, bei den Löscharbeiten verletzt, laut dem Europapark. Und 25 Leute wurden sicher evakuiert. So, jetzt wisst ihr ungefähr, was passiert ist. Habt ihr bestimmt schon auch ein paar anderen Videos gehört. Aber ich möchte heute mal nicht darüber reden, was passiert ist, sondern was das jetzt an sich für die Sicherheit von Freizeitparks bedeutet. Also, es gibt auch ein paar Leute, die jetzt irgendwie dem Europapark vorwerfen, dass das irgendwie Eigenverantwortung ist oder dass sie es absichtlich gemacht haben. Warum auch immer? Naja, wir reden heute aber einfach darüber, was das jetzt genau für die Sicherheit vom Europapark und generell von Freizeitparks bedeutet und dass es nicht bedeutet, dass Freizeitparks komplett unsicher sind. Also, was bedeutet jetzt dieser Brand für den Europapark? Also auf jeden Fall ist erstmal die Zauberwelt der Diamanten natürlich geschlossen und der Alpenexpress Enzian und eben auch die Tiroler Wildwasserbahn, weil die halt beide da durchfahren und die Zauberwelt der Diamanten wohl komplett abgefackelt ist. Das Feuer soll wohl auch auf den spanischen Themenbereich etwas übergegangen sein, davon gibt es aber irgendwie noch keine Bilder, beziehungsweise ich habe keine gefunden. Für den Europapark heißt das vermutlich einfach, dass erstmal jetzt wieder Aufbauarbeiten gemacht werden. Die haben ja auch gesagt, dass sie heute wieder ganz normal öffnen werden und jedes andere Angebot im Resort auch, also Hollandica, Adrenaline. Aber was heißt das jetzt im größeren Bild? Was heißt das für Freizeitparks allgemein? Sind Freizeitparks doch nicht so sicher wie gedacht? Doch. Und das zeigt sich tatsächlich an diesem Beispiel, eben was ich hier eben ja gesagt habe, es wurden lediglich zwei Feuerwehrleute verletzt, niemand ist gestorben und es wurden 25.000 Gäste, die zu dem Zeitpunkt des Brandes im Park waren, sicher evakuiert, ohne dass eine Massenpanik ausgebrochen ist. Allein, dass das möglich ist oder dass das möglich war, zeigt, dass wirklich die Fluchtpläne und ja, Sicherheitsprotokolle im Europapark perfekt funktionieren müssen, weil 25.000 Leute sind schon eine Hausnummer und da dann mit so einer dicken Rauchwolke im Himmel alle sicher rauszubringen, ist schon eine Riesenleistung. Da müsste ich auch nochmal kurz, ja, dem Europapark Props geben, so komisch das jetzt auch klingt, das ist wirklich eine krasse Leistung. Und ja, genau, es heißt nicht, dass Freizeitparks unsicher sind. Selbst die Leute, die mit der Tiroler Wildwasserbahn oder dem Alpenexpress Enzian gefahren sind, da ist ja anscheinend niemand verletzt worden, wenn man den Zahlen glauben darf, was ich jetzt einfach mal tue. Also an all die Leute, die jetzt deswegen denken oder vielleicht sogar irgendwo im Internet in die Tastaturen hacken, Freizeitparks sind nicht mehr sicher. Doch, es gibt kaum einen sicheren Ort, wo du sein könntest. Da kommt auch bald noch ein Video von mir dazu, zur Sicherheit in Freizeitparks und auf Achterbahnen. Also solltet ihr unbedingt abonnieren. Egal, wir drehen uns im Kreis. Alles, was ich sagen möchte, ist einfach, dass der Europapark wirklich, also dass es das jetzt gezeigt hat, dieser Extremfall. Natürlich, es hätte das jetzt nicht gebraucht. Aber es hat halt gezeigt, dass der Europapark wirklich super darauf vorbereitet war, in dem Sinne, dass die Fluchtpläne gut ausgearbeitet waren, in dem Sinne, dass die Angestellten gut, ja, reagiert haben und ja, es wurde eine Massenpanik verhindert, von den Gästen ist niemand verletzt worden, nur zwei Feuerwehrleute haben bei den Löscharbeiten wohl leichte Verletzungen erlitten. Genau, das war es jetzt schon mit diesem kleinen Update, ich wollte jetzt ein bisschen irgendwie darüber reden, weil ich ein paar Leute irgendwie in den Kommentaren auch unter dem Instagram-Account vom Europapark gesehen habe, so, haha, euer Park ist doch nicht mehr sicher. Keine Ahnung, hat mich irgendwie so ein bisschen sauer gemacht, deswegen habe ich jetzt in aller Früh erstmal so ein Video aufgenommen und hau das jetzt raus. Wenn ihr Freizeitparks mögt und so weiter, dann abonniert gerne den Kanal oder wenn ihr generell mehr über Freizeitparks erfahren wollt, weil ich vermittle auch Wissen. Genau, ja, bis zum nächsten Mal, tschüss!